Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin jetzt Level 25, habe einen Steingolem und habe eine Quest gemacht, wo ich ein Pferd bekommen habe. Das ist wirklich toll von NGD, dass sie jetzt zum Geburtstag uns ein leichtes Pferd schenken. Aber ich habe ja schon ein schwarzes Pferd und zwei Pferde sind jetzt eigentlich nur zur Optik da. Ja, Dankeschön noch, dass das Projekt jetzt so gut ankommt. Wirklich nach einem Tag bei jedem Video über 20 Aufrufe. Sehr, sehr schön. Und auch geliked wird. Danke, danke, danke. In den nächsten paar Parts oder so könnte wieder Floster kommen. Es ist aber nicht ganz sicher, er ist recht beschäftigt. Mal schauen, ob ich am Freitagabend mit ihm aufnehmen kann. Er ist Level 26, ich bin ja Level 25. Und ja, auch damit die nächsten Parts nicht ganz so langweilig werden, wenn ich dann nicht mehr questen kann, sondern nur noch kloppen kann. Ja, mal schauen. Sonst machen wir den Jäger weiter, wenn es zu langweilig wird oder sonst irgendwas. Könnt ihr ja gerne auch ein bisschen, wenn ihr wollt, ein bisschen etwas wünschen oder so, was ich machen soll. Einfach mehr Charakter kann ich momentan nicht machen, weil es zu teuer ist. Aber ich hole, bevor die 20% mehr Ximerien weg sind, hole ich mir nochmals Geld. Also dann probieren wir gleich noch den Steingolem aus. Zuerst muss ich da noch hier einen suchen. Nur eine Hyäne. Ja, da geht du wieder weg, Dämon. Wenn du nur 40 Sekunden bleibst. Da ist zum Beispiel eine Hyäne. Hopp, Steingolem. Komm raus. Geowatz, setz Finale an. Oder Explosion oder sonst irgendwas. Spreng dich in die Luft. Wow, Kristall. Ja, aber der macht ja gar nichts. Doch, jetzt macht er's. Ja, greif doch an. Hä? Ist der verbuggt? Aha, es ist so einen. LOL, es ist einfach ein Pet. Haben die das falsch gemacht, oder was? Ich muss zuerst hier natürlich auf unterstützen. Ich hoffe, der bleibt permanent, ob da steht irgendwas mit 42 Sekunden, ja. Nein, ich glaube, das ist gewollt wegen der Dauer, dass der Golem ja, uns, also als Pet sozusagen da ist. Dann machen wir Eisverherrlichung. Da haben wir beide Buffs hier oben. Der dritte kommt dann erst mit ganz viel investierten Punkten in Stabbeherrschung. Da hätten wir noch einen. Also 15 müssen wir töten, dann müssen wir noch winzige Steingolems töten. Ja, okay. Sieben von 15. Dann könnten wir das Schild noch anmachen. Genug Mana haben wir ja. So, bekommen wir nicht so viel Schaden. Oder gar keinen Schaden mehr. Und Golem, gehst du wieder weg, Ba? Ich riskiere es jetzt noch anzugreifen. 100 Schaden. 140 Schaden sogar. Ist nett. Also mit dem Golem kann man gut leveln jetzt. Ausgewachsener Panther. Dass der jetzt nicht weggeht. Ja, ist noch nicht 42 Sekunden weg. Da ist noch eine. Und man kann den Steingolem schon wieder beschwören. Also, ich hätte gerne zwei Golems. Einen Kristall und einen Steingolem. Also.
bleibt. Der bleibt unendlich, oder was? Recht komisch. Cool. Ich liebe den Kristallgolem. Lalala. Hier steht Golem beschwören. Okay, vielleicht gibt's mehr. Nicht nur Kristall, aber. Ja, wenn er dann mal weggeht, dann können wir es nochmal probieren. Ob es dann ein anderer ist. Ich kenne den nicht. Ich habe den nicht fast nie benutzt. Damals. Bei Syrtis. So, und dann es dürfen Leute mitmachen. Ihr dürft das Spiel holen. Und wenn ihr es schon habt, dürft ihr bei mir melden. Valhalla. Reich Ignis. Und dann eben Necromancer Drago ansprechen am besten. Und er bleibt wirklich. Okay, dann laufen wir mal zur Sandwüste. Ah, nein, nicht zur Sandwüste. Einfach wahrscheinlich zum Strand. Okay, dann bekommen wir auch eine neue Robe über. Okay, sehr gut. Ah, jetzt geht er weg. Mega lang! Der haltet ja mega lange. Das ist so genial. Da können wir das den Dämonen auch wieder nebenbei aufsprechen, glaube ich. Richtig genialer Zauberspruch. Und da sagt noch jemand, Beshi seien schwach. Die sind geil stark. Und den Zombie habe ich auch noch. Winziger. Ja. So, Golem rufen. Oh, geht das aber lange. So, hilf mir mal. Okay, es ist immer Kristallgolem vielleicht. Weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir nur 7 töten. So, mach die nieder. Bumm! 184, glaube ich. Okay. Und bang! Chatter. Das finde ich genial. Man sieht das Feuer, man sieht das Eis zusammen. Und dann noch die Schneeflocken. Ah, sehr schön. Ja, Champions of Regnum hat immer wieder langweilige Phasen, dafür sind die anderen Phasen dann auch sehr interessant. Man kann halt, man sollte nicht so wohllustig sein beim MMORPG. Es hat halt ein bisschen schlechtere Entwickler, aber eben also Regnum kann auch ein gutes Spiel sein werden oder ein Regnum 2. Es ist ja nichts ausgeschlossen und es macht jetzt schon riesig Spaß, in den Fortschlachten mitzumachen. Wenn denn die Spieler nicht so, ja, so komisch wären, also immer nur EXP sammeln wollen durch Bug und so weiter. Also eben Fortsim mit einem, das sollte nicht sein, da hat NGD irgendwie geschlafen. Ich habe mit Bloody Striker mal mit dem gesprochen, der kennt sich damit aus. Und ja, er hat gesagt, es machen alle, es machen wirklich alle manchmal. Und ja, wenn es alle macht, dann muss es ja ein gigantischer Bug, also gigantischer Exploit sein sozusagen. In einem anderen Spiel wird das schon lange genervt werden. Aber in Regnum natürlich nicht, weil die Entwickler einfach die ganze Zeit schlafen. So, dickes Fell abgeliefert, sehr schön. Das ist ja die Quest vom Kopf, den kann ich nicht holen. Da muss ich noch ein bisschen stärker werden. So, was müssen wir mit Panther töten? Ich probiere mal den Großen anzugreifen.
Aber ein Schutzschild möchte ich kurz haben. Ich weiß, er bringt keinen Loot, aber ich möchte ihn trotzdem mal schauen, ob ich ihn erledigen kann. Ich denke schon. Ja. Was? Okay, dann darf ich ihn nicht noch töten. Ja, die gehen. Okay. Ja, ich schaffe ihn. Zwar wird er gleich sterben, aber die Zombies. Ja. Yes! Ja. Jetzt muss ich aber warten. Okay, ich kann ihn schon angreifen, weil es nur ein Panther ist, der keine Herausforderung ist. Und wir haben schon zu wenig Mana. Zu 300. Das Schadensverhältnis. So. Dämon herbeirufen. Und los. Ja, wir schaffen das ganz schnell. Hup, hup, hup. So, dann haben wir schon ein bisschen mehr Level. Wir bekommen leider nicht ganz so viele AP über. Oh, habt ihr das gesehen? Gleich drei Schläge haben den Gegner getötet. Guten Morgen, Gumo. So. Toltar Kopf, dann können wir dann noch holen. Östliche Wüste, ja, wir müssen dorthin dann. So, und hier abgeben. Nochmals abgeben, irgendwo. Wir werden weitergeleitet, irgendwo hier. Da drüben. Da drin. Ja, Pferd ist wieder zu fett. So. Haben wir jetzt die Robbe? Ja. Oh, schaut mal, wie gut die ist. Genial. Wir haben auch 64 Robben, oder? Wir haben sogar eine schlechtere. Und die ist für Level 18. Nein, für Level 16 sogar schon. Also unbedingt diese Quest machen, wenn ihr dann mal einen Magier spielt oder... Nein, ja. Ich glaube, für die anderen ist es dann auch eine so gute Rüstung. Für andere Klassen. Aber wenn ihr die Robbe wollt, dann müsst ihr Magier haben. Gut. Pylone. Die Syrten haben irgendwie so einen Narrenhut, den kenne ich auch, so ein, glaube ich, Violett ist der oder so. Und die Alsen haben, was haben die Alsen? Ich glaube so eine Wollmütze oder so etwas, irgendwas ähnliches. Gut, also jetzt müssen wir nach Altaruk, nicht? Nach Mednenet. Ja. Okay, gut. Ah, ich mag die Gegend, die ist so schön. Die haben sie wirklich sehr gut hinbekommen. Einfach ein bisschen nervig, hier hochzukommen. Auf den Seiten da. Aber sonst ist alles top. Ja. Also mir geht's momentan gut. Ich stehe auf. Mach PC an und let's play jeden Morgen schön ausgeruht Champions of Regnum. Macht mir wirklich Spaß.
eben jetzt täglich immer wieder ein oder mehrere Parts. Muss ich da mal schauen. Jetzt momentan einmal täglich, weil ich ja eben auch trainieren muss und so. Später dann bei den Reisschlachten sicher zweimal täglich. Es wird nicht mehr lange gehen, also bleibt dran und schaut Ding. Ja, glaube ich, sie ist nicht verpasst, also es wird dann richtig schön cool. Vier, 48 Goldmünzen. Ja, und dann, wenn ich ein paar Leute habe und mir macht es dann noch mehr Spaß. Es wird richtig geilen Spaß machen, dieses Projekt. Da macht mir momentan Metin 2 nicht so viel Spaß. Ich werde es noch ein paar Mal, ein paar Folgen machen. Dann muss ich schauen, ob es mir nicht zu langweilig wird. Aber ich glaube es nicht. Es kommen einfach nicht so viele, aber eben, es gibt noch ein anderes MMORPG-Projekt, wo ihr auch mitmachen könnt. Ist auch ein Free-to-Play-MMORPG. Sonst kommt ja recht viel Minecraft momentan. Das ist vielleicht nicht für alle, die Champions of Regnum mögen. Aber es ist auch sehr beliebt. Die Groupcraft-Folgen, die sind auch sehr, sehr beliebt. Dankeschön dafür. Ohne dass ich jetzt sage, ja, mir geht's gut, also ja, ich finde es toll und so. Ich muss ja, habe ja kein Verlangen darauf. Aber ich bin ein Let's Player. Ich schaue, dass es euch Spaß macht und ich verdiene auch kein Geld damit oder so. Ich habe hier Werbung aus. Deshalb bekomme ich keinen roten Rappen von YouTube oder einem anderen Konzern. Ich werde auch nie in ein Netzwerk gehen und dann die Qualität oder so vermindern, weil eben immer wieder im Netzwerk Videos hochgeladen werden muss. Also ich mache sowieso 3 auf höchste Qualität, das man momentan machen kann. Für 4K brauche ich einen neuen Monitor und für 60 FPS brauche ich ein besseres Internet. Aber Full HD ist gut genug. 30 FPS sind auch gut genug, also was will man mehr? Und eben, wenn das Verlangen dann wirklich da ist und ich auch das Geld habe, dann hole ich mir natürlich einen 4K-Monitor. Aber bis dann, ja, muss ich zuerst mal ein bisschen Geld verdienen. Weil das ist momentan echt öde. Ich bekomme recht wenig Geld über fast gar nichts. Weil einfach in der Schweiz so langsam der Schweiz, also die Währung, Schweizer Franken, extrem stark ist und die Suffizite recht groß sind. Wieso gehe ich jetzt eigentlich hier nach oben? Kann mir das nochmal sagen? Aha, man muss sogar hier nach oben. Deshalb, ich wollte eigentlich zu Ding zuerst gehen. Melle, nein, nicht Melle, das andere. Medenet. Genau. Es lag mir auf der Zunge. Hier kann man so spielen. Ja, ich lasse es jetzt fallen. Ne? Die Fresse. Gebt dringende Nachricht an Melin. Okay. Ah, die Todestreppe nach oben. Nein, Hilfe. Das Let's Play mit der Todestreppe. Hier auf YouTube auf Drago Basles Kanal. Malven, die ist da unten, okay. Ignis hat das Aggersborg Fort eingenommen, sehr schön. So, mein Freund hat irgendwas Problemchen. Da müssen wir halt beliefern. Wir gehen jetzt hinten durch, da bekommen wir keinen Fallschaden. Wir fallen 1 mm und bekommen Fallschaden, das ist wirklich toll. Gut gemacht von NGD. Das Schlimme am Fallschaden ist, man kann einige Sekunden lang nicht das Pferd wiederholen.
Und weil man einen Zentimeter runterfällt, verlieren wir uns das Pferd. Wir müssen es wieder beschwören. Und oh Gott. Schlimm. Oh, ich bin müde. Ich bin noch ein bisschen müde, sorry. Ja, also dann gehen wir in die Stadt oder gehen wir kurz da drüben. Hallo. Ah, wir müssen zweimal nach Melonet jetzt plötzlich. Ah, wir holen den Kopf, genau. Den wollte ich noch holen. Deshalb bin ich überhaupt hier durch, also hier hingegangen zum Lager. Ich wollte nicht weiter, aber ich habe da Glück gehabt, dass da oben eine Quest war. So, der. Ich hoffe, dann bekommen wir auch gut AXP. So, den Anführer müssen wir töten. Nein, nicht angreifen. Ach, Golem, komm raus. So, sehr schön. Oh, der hat viele. Das braucht zu viel Mana, das Schild. Okay. Dann hier nochmal das Dämon beschwören. Weil der Golem wahrscheinlich gestorben ist. Und jetzt haben wir besiegt. Sehr schön. Ja, den Kopf haben wir auch. So. Jetzt kommt langsam wieder die Müdigkeit, weiß ich nicht wieso. Ich habe genug geschlafen. Bin ausgeschlafen eigentlich, aber wahrscheinlich, weil ich gerade keine Action habe, deshalb. Ich brauche Action in diesem Spiel. Halleluja. Es muss ein bisschen actionreicher werden. So. Dann sind wir auch gleich in Medinet. Schauen wir hier oben nach Magneten, aber es gibt nur Schätze. Auch zweimal Goldmünzen. Hm. Ja. Sonst noch? Da hinten ist sicher was. Da oben nicht. Hm. Ja, ein Schatz ist da hinten. Schon wieder Goldmünzen. Da ist noch ein Schatz. So. Gut, wo in der Stadt ist es? Da drüben in der Mitte. Ah. Jetzt können wir auch schauen, wo die anderen sind. Auch da drüben. Also einmal hier abgeben. Nochmals daneben. So. Der Bote. Malvem Dark Visionär macht Ärger. Abzubrechen, okay. Die Nähe des Kathedrale, aha. Ring des tödlichen Blicks ist mit Auschwitzschaden. Das brauchen wir nicht. So. Götteramulett ist das Schwache. Ja. Dann ist hier noch eins, ja. Sturmschott heißt er. Okay. Hm. Jetzt da rein. Da drüben. Schön. Wieder nach hinten. Mit dem Pferd hier durch zu galoppieren. Was? Da drin? Ja.
Mit den blauen, hä? Gut, Richtung vulkanische Zone machen wir. Jetzt ist da drinnen wieder. Sehr gut. Verrückte Igneo. Von mir aus. Also dann müssen wir hier, Igneo, da oben müssen wir irgendwas. Auch einen Brief abgeben und hier rein. Okay, dann machen wir Igneo, dann Brief abgeben. Und dann wieder hier zurück wahrscheinlich zum Quest abgeben. Ja, aber der Part ist auch schon fast vorüber. Ja, dann geben wir jetzt den Brief ab, weil ich ja noch mehr Reichsquest machen will. Und die Igneo machen wir vielleicht dann am Schluss nochmal. Oder im nächsten Part. Ich will noch ein bisschen leveln, will noch ein bisschen höher sein. So. Oh, 5 Magnanitstücke. Sehr schön. Da haben wir noch einen Schatz. Goldmünzen. Ah, 98, aha. Okay. So. Nachmittag. Oh. Macht aber nichts. Das Gähnen gehört dazu. Bisschen aufwachen später für eine neue Minecraft-Aufnahme oder so. Sollte ich dann schon wieder ein bisschen fitter sein. Aber ich merke es gerade, ich habe auch so irgendwie tränende Augen oder so, also von der Müdigkeit, vom Gähnen. Ich hoffe, ich werde noch wacher. Ich sollte schon jetzt aufstehen um 8 Uhr. Stehe ich eigentlich immer auf, aber heute ist es gerade ein bisschen wahrscheinlich so die Nachkrankheit, also die Müdigkeit nach der Krankheit. So, wir müssen nur dort drüber gehen. So. Okay. Dann haben wir das geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, es kommt bald Floster wieder. Also, tschüssi, Kowski.